Ich habe da solche Furniere jetzt genommen. Das sind wie Papierblätter, nicht? Und die werden von mir auch nicht als Holz ganz ernst genommen. Und so betrüge ich mich. Natürlich schneide ich genauso Holz. Es ist genauso Holz, es ist ein Furnierholz, aber es tut nicht so. Es ist nicht 200, es kann auch gar nicht mehr gedruckt werden. Es gibt ganz Baden-Württemberg, gibt es keine Buchdruckpresse mehr, die ein solches Format drucken könnte. Und Sie haben ja teilweise noch viel größere Formate drucken lassen. Wo geht denn das heutzutage noch? Nirgendwo mehr. Der Buchdruck ist zu Ende. Ich muss mit diesem Grab von mir, in dem der Gutenberg West, leben. Und ich muss sehen, wie ich mit dem Holzschnitt trotzdem zurande komme. Oder mich halt ein bisschen betrüge. Und meinen Sie, mit Ihnen geht das jetzt unter, dieser Art von nichts Druck? Geht unter, nicht. Ich meine, die Tradition bleibt ja bestehen. Der Gutenberg bleibt bestehen. Es ist ja wunderbar, dass das Land Baden-Württemberg die Bibel gekauft hat. Das ist im richtigen Moment gewesen. Eine Tradition geht nicht weg, aber sie wird nicht mehr tradiert. Oder jedenfalls nicht mehr von der Arbeiterschaft. Reutlingen. Ein Blick von der Achalm, einem Landschaftsschutzgebiet, in dem Hab Grieshaber, der Maler und Holzschneider, seit 1933 lebt. Geboren wurde er 1909 in Oberschwaben. Schriftsetzerlehre in Reutlingen, Reise nach Ägypten, Arabien, Griechenland. Im Dritten Reich Hilfsarbeiter. 1955 bis 1960 Professor an der Kunstakademie Karlsruhe. Erster Besuch, Juni 1978. Habe ich Sie richtig verstanden, wenn Sie sagen, man kann als Buchdrucker heutzutage nicht mehr so kreativ arbeiten, wie das bisher der Fall gewesen ist? Ja, die ganze Erziehung ist auf etwas anderes gestellt. Die Erziehung wendet sich an Ingenieure. Das heißt also an Leute, die von vornherein den weißen Mantel tragen, die überhaupt nicht von Grund auf irgendeine Tradition, ein Erbe mitbekommen, sondern das sind nicht Ingenieure der Seele, wie der Lenin gesagt hat, das sind Diplom-Ingenieure der Seele, nicht? Das wollen die Arbeiter nicht. Was können die damit anfangen? Die mittlere Reife genügt da schon nicht. Da müssen Abitur haben. Was soll eine Anlegerin? Das verbindet sich gar nicht mit nicht. Auch ein Korrektor hat nicht mehr das Lexikon für die deutschen Buchdrucker der Sprache auf dem Tisch. Sondern das sind vielleicht ein Türkisch gibt das ein im Band und so weiter. Das ist einfach weg vom Fenster, wenn man das mit dem Fenster ernst nimmt, so wie das beim Bergarbeiter ist. Dass wenn der da, nachdem er seine Steinstaublunge hatte und da am Fenster saß, noch in dieser Kade, dann und einmal den Löffel weggelegt hat, gestorben war, da sagten die Leute, er ist weg vom Fenster. Und so ist der Arbeiter aus der Kreativität, aus der schöpferischen, aus der Mitbeteiligung ausgeschieden. Sie können ihm da nicht helfen. Sie haben den meisten Teil Ihres Lebens in Reutlingen und Umgebung verbracht. Aber eines Tages sind Sie in die DDR gefahren und haben dort gearbeitet und arbeiten heutzutage immer noch dort. Warum haben Sie das gemacht? Weil es mir möglich war. Einfach dadurch, dass ich als Handwerker ein Buch machen kann, weiß, wie ein Buch entsteht, weiß, wie man druckt, weil ich das Gewerbe, die Arbeit verstehe. Und weil ja kein Unterschied ist zwischen einem Arbeiter hier und einem Arbeiter dort, weil kein Unterschied ist zwischen dem, was der hier geerbt hat und was der drüben geerbt hat von unserer Geschichte, von Gutenberg. Das ist mir klar, aber den
ungeheuren Erfolg, den Ihre Bilder und Ihre Plakate und Ihre Holzschnitte in der DDR haben, das erklärt es doch noch nicht ganz. Woran liegt das, dass man jetzt in der DDR solch eine große Ausstellung von Ihnen macht und die nach Rostock und Dresden geht? Vielleicht haben die ein Computerchen, wie wir auch, und das hat das rausgeschmissen, hat gesagt, warum haben Sie den Alten hier nicht genügend geschätzt? Nicht? Vielleicht ist das so, nämlich hier in den Zeitungen liest man ja sehr wenig von diesen großen Ausstellungen. Na sicher, das passt nicht in die politische Landschaft. Das ist verdrängt, nicht? Wir haben ja etwas in uns verdrängt. Wir können zwar rüberfahren und können unser Scheißgeld da unter die Leute bringen, nicht? Und das alles und können uns da fühlen. Und können die vielleicht einige Leute balkanisieren in den Intershops und so weiter. Aber ob wir ein Herz haben für unsere Landsleute, ein Herz, das so schlägt, dass die das auch empfinden, dass das mehr ist als nur eine von oben runter die Hand auf der Schulter, dass das wirklich Deutsche sind, um das mal zu sagen, dafür sind sie wohl sehr feinfühlig, nicht? Und natürlich, wenn ein Mensch arbeitet, dann zeigt er ja, wer er ist. Aber fühlen Sie sich als Bürger von beiden Deutschlands? Nein, ich bin ein Bürger der Bundesrepublik. Ich habe den Pass der Bundesrepublik. Wenn der Pass voll ist und wenn er selbst noch gilt, noch 10 Jahre oder 5 Jahre noch gilt, dann sagt halt der Fopo, der junge Mann, du kannst ja wieder rausgehen, nicht? Dein Pass ist voll. So, wenn ich ihm sage, ja, ihr habt die großen Stempel, dann das nützt mir gar nichts, nicht? Ich muss einen neuen Pass machen, nicht? Ich habe da keine Vorrechte. Das sind Soldaten, die an der Grenze stehen. An sich ist die Kunst, Plakate herzustellen, ausgestorben in Ihrem Sinne. Etwas vorzuzeigen. Heutzutage werden auch Werbezettel, werden hektografiert, wenn es politische Gruppen sind. Sie haben teilweise diese politischen Gruppen und sehr verschiedene, unterschiedlicher Couleur, unterstützt, indem Sie ihnen Druckstöcke zur Verfügung gestellt haben. Ja, das ist der Überfluss. Das ist aus meiner, wenn ich das Ihr Prädikat annehme, also aus meiner Kunst hinausgeflossen. Es ist der Überfluss. Es ist ein Holzschnitt, der sich dann vervielfältigt, den habe ich zur Verfügung gestellt. Ich habe den Holzschnitt nicht dafür gemacht, sondern er ist als Überfluss hinübergegangen, um hier zu wirken. Und sicher haben, wenn Sie sagen, diese Menschen, die drüben die Macht haben, das auch kontrolliert und haben gefunden, dass diese Dinge, dieser Überfluss, den ich da für Griechenland, für Chile und solche Aktionen für Amnesty International gemacht habe, die haben sicher gefunden, das ist ein Antifaschist, das ist ein Mann, den wir auch unseren Leuten politisch her präsentieren können. Ein Vierteljahr später. Grieshaber schneidet eine Reihe von Liebespaaren in Pappelholz und experimentiert in seiner Druckerei mit Kinderspielzeug. Zweiter Besuch, September 1978. Ein Tag nach dem schweren Erdbeben auf der Schwäbischen Alb. Herr Grieshaber, als wir Sie zum letzten Mal besuchten, da haben Sie uns erzählt über das Ende der Buchdruckerkunst. Und Sie haben hier uns diese Platten, diese dünnen Platten gezeigt. Und jetzt haben Sie hier eine neue Methode entwickelt. Ja, ich habe also wieder etwas herausgefunden, womit ich die Peinlichkeit umgehe, mit einem Grab zu leben, dem der Gutenberg ist. Und da habe ich gedacht, na mach's wie die Kinder. Ich habe mir also solche Kinderspielsachen genommen. Der Sinn war eigentlich der, dass man diese feinen Überdrucke nur auf einer Presse machen kann, die es eventuell in 3-4 Jahren gar nicht mehr gibt, die also das so fein auswalzt. Und ich habe diese Kindersachen genommen und damit gespielt für die Kinder, nicht? Und das dann aufgeklebt, und davon ist dann von der Maschine gedruckt worden ein kleines Heft für zum Geburtstag meines Freundes Johannes Pöden, dessen Gedicht ich so als eine Art Ballade gesetzt habe. Und mit diesen bunten Farben dann versucht durch Einwalzen
dem ich einfach diese Kindersachen verfremdet habe oder dafür genommen habe, um das zu machen. Odo kauft sich ein Auto. Ein Auto kauft sich Odo. Also diese Teile haben Sie aufgeklebt auf Papier? Ja, habe ich aufgeklebt und die wurden davon dann in die Maschine genommen. Und das konnte dann durch diesen Überdruck, diesen feinen Überdruck, der nur in der, also leichte Farbe, der nur in diesen Maschinen, Buchdruckmaschinen, Hochdruckmaschinen noch möglich ist, das ist auch etwas, was verschwindet. Und die Kindersachen, die haben mich dann eben gesagt, ja, warum soll man nicht ein bisschen spielen, nicht so verberge ich mir dass er nun zu Ende ist, vom Stock große Auflagen zu drucken. Es ist etwas exklusiv geworden, weil man nicht so viel davon herunterdrucken kann. Und das gibt eine Galerie heraus und gibt es zum Geburtstag heraus. Und für mich hat es sehr viel Spaß gemacht zu spielen und das ist doch wieder was entstanden. Ja, das sind also diese Spielsachen, in denen auch diese Holzmaserung mitspielt. Und genauso natürlich diese dazugeschnittenen Dinge und auch greifen die Texte auf. Otto verzeiht seiner Frau, wenn sie nicht viel redet, lässt er sie manchmal frei. Otto sah neulich einen Penner, dem lief es aus dem linken Hosenbein. Seitdem glaubt Otto wieder an den Teufel. Otto kann man schwer widerlegen bei so viel Arbeitslosen. Das sind Schraubenschlüssel, die ich einfach hier abgeschnitten habe. Da sieht man ja noch die Maße drauf. Und dazu ist dann der Holzschnitt. Das ist dasselbe Schwarz, nur dass der Schwarz vom Holzschnitt anders kommt. Und das ist dann noch ein Reiz, der eben durch die Hochdruckmaschine herauskommt. Und das ist ein Reiz, den wir verlieren, den man also nur dann durch photomechanische Mätzchen wiederholen kann. Und Otto geht gelegentlich in sich. Da spricht er im Gebet. Lasse die Deutschen zu mir kommen. Dünnen Platten nehme ich ja jetzt ein sehr feines Messer. Sonst habe ich ja diese groben Messer, die mir ein Zahntechniker so in die Hand gegossen hat, wie ein Gebiss. Naja. Schauen wir mal. Ich arbeite ja gerne in der Natur, ich lebe ja mit der Natur, nicht gegen die Natur. Auch das Erdbeben hat mich nicht so erschreckt, wie die Leute, die da rumgestanden sind. Es hat halt hier gewackelt. Würden Sie denn sowas auch umsetzen, solches Erdbeben? Das habe ich gemacht, ja, das habe ich gemacht. Ich habe zwei Erdbeben schon umgesetzt. Ob ich jetzt noch ein drittes Erdbeben umsetzen soll, das weiß ich nicht. Es ist ja auch niemand was passiert. Ich habe damals in Skobelje etwas gemacht, für das Museum eine ganze Ausstellung gewidmet und dann dem Erdbeben in der Türkei einen vom Erdbeben zerstörten Engel. Es muss eben genau umschnitten sein. Es ist ein für sich ist das Gleiche, ob ich ein 22 mm Holz, wie ich früher genommen habe und wie es seit Gutenberg die Schrift her ist, nehme, oder diese dünne Pappelfolie. Es ist ein bisschen wieder provisorisch, wie früher auch alles provisorisch war. Sie haben hier vorgezeichnet nach dem Entwurf? Davon. Ja, nach dem Entwurf habe ich das vorgezeichnet und ein bisschen geändert und so. Und im Schneiden ändere ich ja auch noch, wie das eben. Und dann haben Sie es auch vorher eingeritzt, die Platte? Ja, ich habe manches eingeritzt vorher, damit ich einfach, weil es dann genauer umschnitten ist. Mhm. Mit diesem kleinen Messer kann man keine großen Dinge machen. Das mache ich dann mit anderen Geräten.
also was drucken soll, auch wenn es nicht mehr gedruckt wird, wenn ich eigentlich die Platte direkt an die Wand nagle, weil es die Maschine nicht mehr gibt, die das druckt. Aber also was bleiben will, ist wie vorher auch. Und was nicht das Bild ist, das kommt halt weg. Und das ist ein Bild zu einer ganzen Serie? Ja, sind Liebespaare. Wohl das Allgemeine, auf was man immer wieder zurückkommt. Okay. Ich bin ja nicht motiviert, sondern erlebe die Dinge. Natürlich im Prozess des Druckens und des Schneidens ist natürlich sehr viel Dynamik. Die Dynamik aus Gewaltsamkeit, diese Aggression, die der Mensch hat, die da dabei auch los wird. Und es ist Glück und Verzweiflung drin. Es ist ausgelotet, was man mit sich herumträgt. Drucken ist ja auch eine Begegnung des Zufalls mit dem genau umschnittenen, mit dem genauen Schnitt. Ja, da soll man nicht die Hand davor halten. Das sage ich immer den Kindern, wenn die mich fragen, wie macht man einen Holzschnitt, sage ich, dass man die Hand hinter dem Messer lässt. Das ist das Wichtigste. Aber dieser Rausch des Machens, der mit dem Drucken und Schneiden zusammenhängt, der ist wohl unverlierbar für jemanden, der das nun so lange gemacht hat und ist eigentlich auch nicht mehr provisorisch. Wie lange brauchen Sie ungefähr, Herr Grieshaber, vom Entwurf bis zum fertigen Druckstock bei solchen Platten? Ja, das ist nicht die Zeit der Uhr. Ich bin sehr rasch, ich habe ein rasches Hemd. Wenn die Konzeption da ist, ist es sehr schnell und mich niemand stört und keine Blindschleiche über den Weg läuft, dann geht das so seinen Gang. Dann wird das fertig. Also das ist eigentlich schneller fertig, als jemand zuschaut. Weil das ja auch nicht sehen kann. Zur Konzeption oder zur Vorstellung oder was ich machen will, da brauche ich vielleicht länger, stehe ich länger in der Landschaft herum. Mehr oder weniger unnötig. Aber in der Gewalt des Ausdrucks und da ist natürlich eine Schubkraft, nicht? Auch eine angeborene Radikalität natürlich, die man ja dann sieht, wenn es gedruckt ist. Haben Sie diese angeborene Radikalität von Ihren Vorfahren, von Ihren bäuerlichen Vorfahren, also Roth an der Roth? Ja, wir sind alle Irren. Also in diesem Fall bin ich ja jetzt ein Irbe von Gutenberg. Und dieses Irbe lasse ich auch nicht verkommen. Ich meine, ob meine Vorfahren sind sicher. Da brauchen es gar nicht die Vorfahren sein. Als Kind habe ich immer auf dem Feld gearbeitet. Weil ja, so in einem langen Leben hat man ja oft, ein Deutscher hat ja mehrmals große Not gehabt und die Eltern waren froh, wenn die Kinder da einen Sack Weizen nach Haus brachten, weil sie auf dem Land gearbeitet haben. Und davon habe ich sicher das behalten, dass ich gerne in der Sonne arbeite, dass ich den Wagen voll reinbringe, wenn es hell scheint. So. Das regt mich an, die Sonne. Ja, das kann man sagen.
Pietisten sind auch radikal. Ich meine, auch wenn das, sicher, es ist heute weg durch die Mikroprozessoren und durch die technoide Entwicklung ist das die ganze Kreativität, in der die Arbeiterschaft einen breiten Fuß hatte, verloren gegangen. Das ist durchaus vorstellbar und wir haben das auch gerade erlebt, dass ein Buchdrucker im Kosmos herumsaust. Der Sachse war ja Buchdrucker. Aber es ist kaum vorstellbar, dass ein Kosmonaut ein Buchdrucker wird. Mal runter. Es hat 8500 Umdrehungen. Das ist eigentlich eine Steintrennschere. Also mit einem Steine drin. Das musste ich mal im Steinbruch machen. Da arbeitete ich damit. Und jetzt kann ich es ganz gut gebrauchen. Das ist einfach dann mein verlängertes Messer. Ja, das ist also nicht die einzige Maschine, mit der ich arbeite. Das heißt, ich habe, wie gesagt, mit vielen Maschinen gearbeitet. Ich nehme zum Beispiel eine Bohrmaschine, mit der man Astlöcher rausbohrt oder sonst was. Ich habe jedenfalls mal Astlöcher rausgebohrt und dachte, da kann man damit auch fräsen. Behandeln Sie hier mit dieser Fräsmaschine, das heißt das, was nachher ja, nicht erscheinen soll? Ja, das heißt, frei gefräst und ich arbeite dann auch mit dem Meißel dann, was noch Feinarbeit ist und so weiter. Das muss ja weg, weil das nicht drucken soll und auch wenn ich nicht mehr davon drucke, gehört das zum Bild, dass das Holz weg ist und das, was erhaben ist, also die Zeichnung oder die Figur freisteht. Wie viele Abzüge können Sie denn hiervon ungefähr machen? Ich mache keine Abzüge mehr davon.
weil es die Maschinen nicht mehr gibt. Ich meine, ich kann natürlich von Hand kann ich Abziege machen, wenn ich mit dem Löffel oder wenn ich meine Presse nehme und dann mit dem Löffel durchreibe, kann ich natürlich Abziege machen. Natürlich mache ich einen Abzug. Ich muss ja die Figuration einfärben und dann mache ich auch einen Abzug. Aber dann kann man dann in Offset vervielfältigen und so weiter. Aber sonst interessiert mich das nicht mehr, denn es gibt in ganz Baden-Württemberg keine Presse, die das hereinnehmen könnte. Obwohl das ja nicht so ist, dass ich unbedingt 100 oder 300 oder 2000 oder 20.000 davon haben will, aber die Möglichkeit davon haben zu können, wie ein Flugblatt, wie das im 15. Jahrhundert war, wo die Flugblätter 6.000 Exemplare auf einer kleinen Presse hatten, das steckt in dem Holz. Das ist ja eine lange Tradition, die da drin steckt. Das ist eine Entwicklung, das ist eine Kultur, auch diese Christenheit damals. Und das hat zum Bauernkrieg, die waren Analphabeten, die haben diese Flugblätter gebaut. Das alles ist ja jetzt irgendwie jedenfalls vom Stempel her ist es weg. Aber können wir uns nicht bitte hinsetzen? Herr Gries, aber Sie sind hierher zurückgekehrt, waren viel unterwegs in Karlsruhe, haben Sie lange gewohnt und sind trotzdem immer wieder zurückgekehrt hier auf Jahrheim. Ich bin zurückgekehrt aus Griechenland und das ist auch die direkte Nähe, denn ich bin von hier diesen Bergen zu den griechischen Bergen gegangen und habe dann auch wieder zurückgefunden. Es sind dieselben Berge, dieselben melodischen Hügel und ich fühle mich hier zu Hause. Heimat, ja, da kann ich nur Ernst Bloch zitieren. Das, was in die Kindheit scheint und nie erreicht wird, das ist Heimat. Aber ich liebe natürlich, ich bin abhängig von einem bestimmten Klima, von einem bestimmten Licht. Ich bin kein, ich fühle mich nur wohl dort, wo diese Landschaft ist, die dieselben Linien hat wie meine Holzschnitte und die diese Menschen hat. Und gut, ja, die Menschen sagen natürlich, ich bin zu einem Friseur gekommen, der hat gesagt, was sind Sie denn, Maler? Habe ich gesagt, und er sagte, was sind Sie, Stubenmaler? Sag ich, nein, Landschaftsmaler. Ich sagte, obwohl, eine schöne Landschaft, das ist auch ein schönes Bild, nicht? Aber ich meine doch mehr mit Heimat. Heimat ist einfach eine Tradition, die hier war, eine ganze Kultur, von der ich abhängig bin und die immer mehr herauskommt. Hier war der Bauernkrieg, hier waren die Zettel, die Flugblätter, hier waren die frühesten Holzschnitte. Und das hat mit meinem Leben, das nicht mehr provisorisch ist, jetzt in diesem Alter, etwas zu tun. Das hat mich geprägt und ich hoffe auch, dafür etwas tun zu können. Bin auch unseren Vertretern im Bundestag, unseren Politikern so fest auf die Füße getreten, damit diese Landschaft für die 2 Millionen Erholungssuchende, die um die Schwäbische Alb rum sind, auch dort sich erholen können, indem man die Wacholderalb und diese Landschaft erhält. Also Sie würden sagen, das ist Ihre Heimat? Das ist meine Heimat, ja. Ist natürlich eine Wurzel zu allen Heimaten, nicht? Wir haben ja viele Heimaten heute. Aber ich hoffe, dass diese Heimat jeder findet. Und wenn man auf den Marktplatz heute geht, in einem Altdorf, da stehen ja nicht mehr die Bauern, die sind ja dann nach Griechenland gefahren, aber da stehen die Griechen. Und es ist auch ihre Heimat. Telefon. Oh, die rufen bloß an wegen Erdbeben, das da gewesen ist, weil die glauben, es sei mir was passiert. Mir hat aber nichts passiert. Das gehört auch zu meiner Heimat, dieses Erdbeben, das gerade gewesen ist.
Ein dritter und letzter Besuch bei Habgries aber, Anfang November 1978. Das ist natürlich einer von diesen alten Lithosteinen, die man, seit es Lithografie gibt, als Farbsteine nimmt. Das sind gebrauchte Lithosteine. Da hatte ich mal eine Lithografie drauf gemacht und dann wieder abgeschliffen. Darauf nimmt man halt das als Waldstein. Man hat ja auch früher in der Zeit der Anfänge der Buchdruckerkunst hat man ja mit Tambon gearbeitet. Jetzt haben wir natürlich Walzen zum Verreiben der Farbe. Darauf kommt ja sehr viel an, dass die Farben gut zerrieben werden. Das ist ja auch das Geheimnis in der Maschine, dass diese Maschinen ein vielfältiges Farbwerk haben. Das heißt, dass sie sehr viele Auftragwalzen haben und sehr viele Farbwalzen, um die Farbe sehr fein zu verteilen. Hier mit der Hand kann man sich das natürlich einrichten, wie man will. Das sieht man, wenn man so dagegen zieht, sieht man sehr gut. Also im Allgemeinen will ich ja keine Spieße haben, also Flecken so, dass ich solche Zufälligkeiten wie die Expressionisten benutze, sondern ich habe meine Dinge genau umschnitten und ich will sie auch genauso drucken, sodass sie also dem Beschauer ein gewisses Glücksgefühl bieten, wenn das so deutlich und klar umrissen ist. Das ist eine gewisse Hilfe, habe ich festgestellt, fürs Publikum. Und das ist auch bei den ersten Holzschnitten so gewesen, nur dass das Linienholzschnitte waren im 15. Jahrhundert. Aber sie waren von beiden Seiten, waren diese Linien umschnitten und deutlich da, wobei der Schnitt natürlich etwas Künstlerisches meinte. Aber ich mache ja keine Abzüge, sondern stelle diese Platte so aus, wie sie ist, so eingefärbt und mache sie dann einfach so teuer, dass wenn einer Abzüge macht, er eh nichts dabei verdient. Dies ist eine Furnierpresse, die ich so umgearbeitet habe, bis sie die Schreiner haben, die so umgearbeitet habe, dass ich da meine großen Platten reinlegen kann und damit drucken. Geht auch, ist jedem zu empfehlen. Natürlich ein bisschen Geschick ist erforderlich.
Bei so einer Handpresse sind natürlich immer Korrekturen notwendig, die sich ergeben. Ja, so ein Löffel wird heiß. Wollen wir mal sehen. Sie haben dieses Blatt eben abgezogen und das gehört doch zu einer ganzen Serie oder Reihe. Ja, das, was ich gerade jetzt erlebt habe. Erlebt ist ja ein gutes Wort in Deutschland, in der deutschen Sprache. Es sind Liebespaare. Also ich war verliebt und ich habe lauter Liebespaare gemacht. War froh daran, dass nochmal der Akku angeschlossen war, auch wenn der Esel dabei aufs Eis gegangen ist. Und wenn ich eigentlich ein alter Liebender bin, so bin ich doch dankbar, dass mir das nochmal passiert ist. Paare machen zu können. Paare, die sich lieben. Paare, die sich umarmen. Und auch Paare, die dann ein Kind bekommen. Und das ist ja wohl jetzt der Umschlag von dem neuen Buch, das zu meinem Geburtstag über mich erscheint. Hoffentlich nimmt es das Gegenüber nicht übel. Das ist der Engel der Geschichte, den Sie jetzt seit 10 Jahren herausgeben. Ja, das ist nun der Engel stoppt den Walfang. Und jetzt habe ich gerade gehört, dass Oma da in der Sowjetunion eine große Tagung, internationale Tagung war von den Verhaltensforschern der ganzen Welt. Und ich hatte ja damals auch geschrieben, dass die sowjetischen Jungpioniere es auch angeregt haben, dass der Walfang auch von der Sowjetunion aus, wie von Japan aus, gestoppt wird. Und dies ist natürlich die Möglichkeit, die Streuung dieses Engels, dass der sehr viel bewirkt, wie zum auch alle möglichen Dinge anregt. So hat dieser Wal, der hier da gefangen wird, hat die Studenten in Tübingen, die für den Canto General aufgeführt haben, hat das angeregt, als Küste Chiles zu säen für ein Plakat für Amnesty International. Wie überhaupt diese Holzschnitte, solange es also diesen Buchdruck so gegeben hat in Hochdruck, dann immer für Amnesty International und für Chile, also für Wale, für Robben, für all das, für Griechenland während der Junta-Zeit. War eine große Veranstaltung in Stuttgart. Von 67. Ja, und für Chile. Das ist eigentlich die Möglichkeit des Holzschnitts gewesen, dass der von der Staffelei aus, wie man so sagt, vom Atelier aus, wo er eigentlich
eine Sache des Künstlers und des Geheimnisses des Ateliers war, dass er viel davon gedruckt werden konnte und dass bis zu Tausenden von Leuten das kaufen konnten, sich damit und damit auch den einer Breite Dinge gefördert, wie jetzt zum Beispiel einem Kulturkomitee für ausländische Arbeiter. Das ist ein Stück aus einem Kreuzweg. Ich kann dir also diesen Stock wieder nehmen. Das natürlich bei der jetzigen, durch die Mikroprozessoren und die heute technoide Verfahren nicht mehr möglich. So hat sich natürlich das eine große Verbreitung gehabt. Jeder hat gern ein Original gehabt. Man konnte ein Theaterstück helfen, sich propagieren, Tinka von einem Freund oder zum Beispiel an dem Tag, an dem Ernst Bloch gestorben ist, konnte ich sehr schnell einen Holzschnitt, den ich hatte, einfach ein Teil, eine Farbplatte nehmen, den drucken für Ernst Bloch, Marxist und Philosophie der Utopie und des aufrechten Gangs. Und das war dann an diesem Tag in den Buchläden. Sonst wäre ja gar nicht viel gewesen, nicht? Und diese große Möglichkeit, deutlich zu werden oder einen Ratgeberpreis zu stiften, diese Möglichkeit durch den Holzschnitt und durch die Möglichkeit der Vervielfältigung, die ist damit auch verschwunden. Und eine Breite, die alle politisch interessierten und engagierten Menschen ergriffen hat, wenn sie auch zur Kunst keine große Beziehung haben, sie haben sie doch gefunden. Und das führte dann sogar so weit, dass also dann am 1. Mai tatsächlich in allen großen Städten ein 1. Mai-Plakat herumgetragen wurden in Berlin und überall und in Stuttgart. Und das ist eigentlich seit 33, als man die Gewerkschaften zerschlagen hat und die Künstler daraus verschwunden sind, nicht mehr geschehen. Und wenn ich das heute, diese Fotos von dieser Zeit, irgendjemand zeige, dann glaubt das gar niemand. Ich habe das in Leipzig bei dem Preis gezeigt, den sie mir da verliehen haben, den Preis der Büchergilde Gutenberg, habe ich diese Fotos gezeigt von West-Berlin und die haben nicht geglaubt. Die haben gemeint, das ist ein Film. Ein Film von irgendeiner revolutionären Zeit und nicht von jetzt, von 1978. Das waren eben die Plakate und das war das, dass sowas etwas, was Kunst und Vervielfältigung bewirken kann, was eigentlich das Ende der Buchdruckerkunst auch mit sich gebracht hat.